Liebe Schwestern und Brüder, was so plausibel daherkommt, was so einfach klingt, gehört doch zu den schwierigsten Stücken, die Paulus uns zumutet, wenn wir ihm zuhören wollen. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Der große Gelehrte, den ich dieser Tage schon einmal zitierte, Erik Petersen, sagte, man muss diesen Vers, bevor man sich an seiner Auslegung macht, mehrmals laut sprechen, um seine ganze Wucht zu hören. Denn das klingt ja zunächst wieder so banal. Da hat einer gesündigt. Wir können zu Recht sagen, was geht uns das denn an, wenn einer sündigt? Es wird ständig überall gesündigt. Was habe ich damit zu tun? Auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen. Das heißt also, es gab eine Zeit ohne Tod und es gab eine Zeit ohne Sünde. Das ist die Zeit im Paradies. Und dieses Paradies ist öffentlich. Vor Gott, vor den Engeln, vor der ganzen Schöpfung. Es ist ein Bereich der Öffentlichkeit. Das Verstecken, das Privatisieren, das beginnt erst nach der Sünde. Und weil das eben im öffentlichen Bereich geschieht, geht es alle an. Sind alle davon betroffen. Weil Adam durch die Zeugung des Sohnes dies weitergibt. Erik Petersen sagt zu Recht, diese Aussage müsste viel mehr die Politiker interessieren als die Moraltheologen, wenn es um diese Sünde geht, weil es um die Beeinflussung des öffentlichen Bereiches geht. Durch diesen Fall Adams findet überhaupt der Tod erst Einlass in die Welt. Und seitdem er da ist, raubt er das Leben der Menschen. Weil dem so ist, braucht es eine Entsprechung. Besteht der Gegensatz wieder in einem einzigen Menschen. Deshalb sprechen wir von der Menschwerdung. Und metaphysisch gesagt muss es auch deutlicher gesagt werden, Christus ist ja nicht nur Mensch geworden, sondern er ist Mann geworden. Und deshalb gilt die Entsprechung zu Adam so sehr. Es geht nicht um die Sünde Evas, es geht um den Fall Adams. Deshalb kann auch nur die Rettung durch Christus, den Mann Christus, kommen. Christus ist nicht ein Neutrum. Es beginnt etwas Neues mit Christus. Nachdem alles dem Tod anheimgefallen ist, alles unter der Sünde steht, ist es Christus, wie der Kolosserbrief sagt, der diesen Schuldschein, der damals geschrieben wurde, ans Kreuz heftet. Und die damit ungültig macht. Er stiehlt sozusagen in seinem Sterben, in seinem Leiden, dem Tod den Harnisch, der seither wehrlos und besiegt ist. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wenn wir diese Sätze des Paulus lesen, dass Paulus hier als Missionar schreibt. Er will den jüdischen Gemeinden in Rom deutlich machen, warum es richtig ist, sich von der Tora abzukehren und sich dem Evangelium zuzuwenden. Warum es richtig ist, sich taufen zu lassen. Warum muss man getauft sein? Weil man nur durch die Teilhabe an Christus in der Taufe ein Teil dieses neuen Lebens, dieses neuen Äons, wie Paulus sagt, wird. Anders nicht. Wir sind heute ganz stark in der Versuchung der Gleichmacherei, nicht nur der Religionen, auch zu sagen, mein Gott, ist das denn so wichtig, dass jemand getauft ist? Ist doch irgendwie gut, wenn sich alle irgendwie auf Gott hinwenden und so. Natürlich ist das gut, wenn sich alle auf Gott hinwenden. Und dennoch, warum haben wir Sakramente? Sie sind Geschenke von Christus her. Er hat sich das etwas kosten lassen. Sein Leben. Ohne Tod und Auferstehung Christi gibt es keine Sakramente. Wie können wir leichtfertig damit umgehen? Es ist notwendig, getauft zu werden, um Teil des neuen Äon zu sein. Um am Leben Christi teilzuhaben. Um den alten Äon, der durch Adam geprägt war, durch Sünde und Tod verlassen zu können. Ist es nicht etwas Schönes, dass wir nicht hochmütig sind, sondern dieses Leben in uns, das uns geschenkt ist, unverdient geschenkt ist, entdecken
und zur Entfaltung bringen. Uns, die wir manchmal durch die Gegend schleichen, als wären wir immer noch diese alten, unerlösten Adamskinder. Nein, seit der Taufe tragen wir das Leben Christi in uns. Wir sind Kinder einer neuen Zeit und einer neuen Welt. Wie gut täte es der Kirche und uns, wenn man das auch sehen könnte und merkte.